versucht zu dir zu kommen. Ich glaube, das wird nicht so einfach sein. Ich habe gesagt, ich versuche. Haben wir irgendwelche falldämpfenden Nein, du hast doch Ropes gehabt, oder? Ja, aber die weiß ich schon. Gibt's ja dann Markierer, da kannst du sich runterhangeln quasi. Kann man nicht irgendwie Wasser runterkippen? Was bringt dir das? Falldämpfend. Hm. Aber dann kommst du schwerer hoch. Okay. So, ich flute mal die Wohnung hier, by the way. Ich kann ja den Boden nicht abbauen. Was ist das? Da glänzt irgendwas. Ich finde das, ich find das immer voll gemein am Spiel. Da glänzt immer irgendwas und denkst, oh, das muss ich haben, und dann ist irgendein Müll. Ja. Gar nichts. Oha. Das war tiefer than expected. War gut. Ich baue jetzt meinen eigenen geraden Tunnel. Warte, ich komm. Was ist das denn? Oh, das sind lilane Kakteen. Wow. Der glitzert da so. Das war ich, wo bist du? Hier. Und dann komm. Wir bauen einen neuen. Ich weiß nur nicht wo. Hier so in dem Haus, dachte ich. Oder? Ja, warte, komm, warte mal. Komm mal her, komm mal rein. Bin noch bei dir. Komm mal näher. Ja. So, zwei Felder breit machen wir das Ganze und ab geht's. Ja, warte, Ich bin noch nicht bereit. Noch ein Lebenskristall gefunden. Machst du links oder rechts? Ich mach links jetzt. So, sag das doch. Und einen Haufen von so komischen Dingern. Ich kann gerade irgendwie nicht abbauen. Weil du die Axt benutzt. Was für Dinger? Oh Gott, ein Riesenwurm. Ja, der war gerade auch an der Oberfläche. Weil wenn die Hölle... Stopp, so stopp, eine... stopp. Guck mal, da links ist... Versetzen wir einfach. Du Scheiße. Ja, ich komme nach. Riesenwurm ist tot. Okay, mach noch mal. Noch einen versetzen. Guck mal, da ist ein Schlimmer da oben. Mhm. Ich hab dich mal gemerkt, was ich da kaputt gehauen hab. Unter dir, Kira. Ja. Noch ein Lebenskristall. Warte, stopp, 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 stopp. Alter, hörst du auch so eine Gans? Das ist eine Ente. Wo kommst du her? Das ist eine ganze Ente. Warte mal kurz hier, das sieht nach was Gutem aus. Ist das, was ist das? Hey, das ist Lead Aura. Gönn dir. Ja, ich bin auf dem Weg. Moment. Kannst ja schon mal runtergraben weiter. Oh nein, ich hab keine Fackeln mehr. Was? Da ist ein Greis. Was? Da ist ein Mensch. Ja, dann nehm ihn mit. Dem reden. Was verkauft er denn? Da sagt ein Meister, kann nicht bei Tageslicht herbeigerufen werden. Das oh, du bist am Ding an so einem Endboss, der ziemlich stark sein soll. Ich guck mal vorbei. Wenn du in den Dungeon gehst, wirst du getötet. Ich bin gerade unter ihr quasi. Bist du in diesen Dungeon gegangen, Sepp? Ich hab keine Ahnung, hier sind Haufen solche komischen Sachen. Ja, wenn ihr da reingeht, dann werdet ihr früher oder später getötet. Ja, hat wohl jemand Erfahrung gemacht? Nein, ich hab's erzählt bekommen. Ich hab eine Wasserkerze, mir kann nichts passieren. Und ich hab ein Buch, zwei Bücher. Von intelligenter Bücher. Hm? Hast du auch ein Bücherregal? Kann ich auch holen. Habe ich jetzt. Na doch, schau. Och, hier gibt's ja gar nichts. Anton, komm mal her, ich habe Angst alleine. Komm du doch runter, hier ist schön gemütlich. Oh, ich sollte die Kerze wegtun. Vielleicht nicht ins Wasser graben. Ah, das ist nicht tief hier, das ist nicht so schlimm. Warte, ich will die... Oh. Was zur Hölle? Was denn? Diese Ente. Quack, 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 quack. Warum sind hier bitte Enten? Weil die laufen manchmal so an der Oberfläche rum und so. Lol.
komm mal her, bitte. So? Na, zum Weiterbuddeln. Hier buddeln wir weiter? Nein, hier, komm. Nein, wir buddeln hier weiter. Oh! Ich buddel nie wieder mit dir zusammen. Komm jetzt her. Hm, hier geht's in den Abgrund. Soll ich springen? Spring, spring, spring. Okay. Ja, ich mach's halt schlau. Ich fall da nicht komplett runter, sondern nur fast. Ja, okay. Und da ist Wasser. Ich muss meinen Stein noch unter dir. Ja, ich hab doch eine Fackel gesetzt, sag mal. Und hier ist so ein Kreuz. Da ist wohl jemand gestorben. Nee, ist doch kein Kreuz. Das ist nur falsch gebaut. Ach, Mann. Ich hab vorhin in der Natur ein Item gefunden, damit können wir das Auge von... Warte, ich muss es lesen. Von... Cthulhu? Cthulhu. Ja, Cthulhu irgendwie so. Herbeirufen. Das können wir dann irgendwann demnächst mal zerfetzen. Hey, so ein Item habe ich auch gefunden. Kennst du nicht Cthulhu? Was soll das sein? Das ist so ein Monster mit Tentakeln. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein türkisches Getränk. Also ja. Da kenne ich nur den Gasos. Ich habe letztens den Uludat gesehen. Ja, das ist der Gasos da, der Uludat. Ja, ich finde es voll geil. Ich habe das auch wieder, es schmeckt doch einfach... Pappsüß, Fragezeichen. Ja, pappsüß einfach, der klebt doch den Mund zusammen einfach. Das ist doch das Geile daran. Also so vom Geschmack her war es okay, das war einfach viel zu süß. Ich fand's gut. Ich weiß gar nicht, was du hast. Moment, ich... Du Opfer. Hey, ich hab eine Quallenstatue. Also ich weiß nicht, was ihr habt. Ich bin in dieser Festung und ich hab kein einziges Monster angegriffen. Ja, keine Ahnung genau. Ja, der hat doch gesagt, Meister ist nicht da. Das finde ich gut. Irgendwie war ich hier schon mal unten. Wir sind hier in einem Bereich, wo wir schon mal waren. Egal, wenn ich halt bei Nacht wird, dann gehe ich hier raus. Bitte, was sagst du? Lass doch trotzdem noch unbuddeln. Es ist immer Nacht. Blöde Frage. Uah! Aha. Da waren zwei Totenköpfe. Einer von unten, einer von oben. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ja, das sind Zombies. Dann bist du einfach gestorben, oder was? Ja, das waren riesige Totenköpfe. Ah, ist das Nacht? Okay. Aber hier geht's auch weiter. Ja, da waren wir doch schon alle. Da sind Fackeln, ach, da waren komm. Wir doch schon. Zeit heimzufahren. Ich komme nicht mehr raus. Wie, du, what the fuck? Wie, du kommst hier nicht mehr... Ja, dann grab den Stein doch da weg, der dir an der Stirn wehtut. Du weißt, du läufst immer im Kopf gegen den Stein, ich komme hier nicht mehr durch. Okay, wo ist unser Tunnel? Ja, ich suche ihn gerade, warte. Wo ist denn der Typ, der das Katana verkauft hat? Hier, okay, hier drunter ist wieder eine Lücke. Und wer lässt die scheiß Türen immer offen, Mann? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Typ ist weg. Ah, die NPCs teilweise auch selber. Ja, aber... Grabst du? Ja. Ja, irgendwie, unzureichend. Ich habe Wasserkerzen, mit denen, mehr Gegner gespawnt werden. Wow. Irgendwas ist hier. Ja, ne, Ding. Hat jemand? Nein. Oh. Oh, Amethysten ohne Ende. Ich hab hier mal alles oben ein wenig bepflanzt. Well, wieso geht das hier nicht? Mann? So. Wie sieht denn das andere Holz aus? Hey. Da tanzen Zombies auf meinem Dach. Warte, ich töte mal hier unten die Monster. Ich krabbel lang weiter, hier oben. Oh, zwei Zombies. Wer hätte ich das mit ihnen aufnehmen können? Und die sind zu dumm. Hä, die gehen einfach wieder weg. Baut einfach eine Mauer zu, dann kommen die, können die nicht rüberkommen. So, ach ja, graben, genau. Ich mache jetzt Sinne. Da kommt eine Fledermaus. Wie viel Life Points hast du noch? 109. Okay. Ah, apropos. Kann ich gerade noch aktivieren? Ich bin irgendwie unter Wasser. Ja, ich auch gerade. Warte. Gleich sind wir durch. Alter, hier ist wieder so eine Wohnung. Mhm. Die haben wir auch schon ausgeräumt.
Ich hab's gerade noch ausgebeutet. I saw. Kann es sein, dass die Zombies nur bei Blutmond irgendwie die Türen offen haben? Ja. Also bei mir konnten sie es auch so irgendwann. Mm-mm. Da war Blutmond. Nein, ich meine auf dem Singleplayer. Keine Ahnung. Ich habe das auch schon bei anderen gesehen, dass es auch außerhalb vom Blutmond dann rund geht. Ja, ich glaube bei mir auch, aber ich bin mir nicht sicher. Ich hab irgendwie von allem zu wenig. Wo führt unser Weg eigentlich hin? Senkrecht runter, würde ich sagen. Gibt's irgendwann eine Hölle? Ja. Oder so ein Erdkern? Ja. Oh, da war ich schon. Ja? Hier auf der Map. Also in der Nähe. Oh Gott, wenn er singt, fängt die Internetleitung an zu hängen. Also heißt das entweder ist unglaublich gut oder ist unglaublich schlecht? Schlecht. Ja, weiteres. Gehen würde, wäre es schön. Mhm. Aber ich bin so behindert. Warum sagt mir das keiner? Ich glaube, es ist eine kleine Grube. Weil wir höflich sind. Was denn? Danke. Da unten fängt es an, blau zu leuchten. Da kommt dann wieder so. Entweder ist es Quallending oder Pilz. Geht auf eine Qualle. Ah, eine Qualle, ja, ich sehe es. Holz, bleib hier. Mag ich nicht. Doch, es ist zurückgekommen. Bist du dort bei diesem komischen Biom runtergegangen, wo man den Boden nicht kaputt machen kann, oder? Ja. Später. Ja, da gibt's nichts. Außer viele Schätze. Da unten blinkt irgendwas, siehst du das auch? Jetzt so rechts, ja. Warte mal, bleib mal stehen. Ich sehe das auch. Hier ungefähr. Ja, was ist das? Ich glaube, das ist Leuchtkraut oder so. Warte mal. Alter, guck mal. Oha, richtige Schatz. Die Mozombies, vielleicht kriege ich da Kleidung. Ist mal voll wie Geier draufgestürzt. Hast du noch Fackeln? Ah, ich kann welche craften. Ich habe noch Fackeln, ja. Ich habe noch 6 Stück, also viel ist das nicht mehr. Soll ich welche abgeben? Wie mache ich denn das? Auf T kannst du. Kann ich auch eine bestimmte Anzahl nur abgeben? Du kannst die Stapel halt quasi so stapeln, dass du verschiedene Anzahlen hast und dann einen Stapel weggeben. Okay, wie mache ich denn das? Mit Restklick irgendwie. Ja. Okay. Ich komme mal, ich habe Durst. Ah, okay, das ist sehr praktisch. Wie viele Fackeln willst du denn? Ich kann dir habe gerade eben 5 Sternschnuppen hintereinander gekriegt. Hm. Und hier ist dunkel. Wir hatten dich gehauen. Mich? Ja, dass du 5 Sternschnuppen gesehen hast. Richtig hier immer. Nee, noch besser. Boah. Oh, da ist ein Zombie. Oh, der Typ, der kann überhaupt nicht bauen. Das ist eine Fledermaus. Ach komm, das kann stehen. Oh, hier geht's jetzt runter. Bist du bei mir in der Nähe, oder was? Nein. Ganz sicher nicht. Ja. Wobei, du bist wahrscheinlich einfach irgendwo unten. Ich? Ja. Nö. Okay, ich bin bei meinem Haus. Deinem Haus? Ja. Hat nee, ein eigenes Haus gebaut. Ja, noch ist es ein bisschen leer. So, ich bin wieder da.
Oh nein, geh wieder weg. Ich wollte gerade sagen, wir haben dich vermisst. Ja, gib mir ruhig. Das war jetzt eine. Das war jetzt lustig. Das war offensichtlich damit jongliert, hast du es gesehen? Ja, Mann. Oh, du bist wirklich ein Zombie. Oh, warte, ich sehe ihn auch. Und eine scheiß Fledermaus. Oh, fuck. Warte mal, mach mal nur einen. Mach mal, warte. Geh mal links. Geh mal nach links. Diese dämlichen Zombies. Rau, rau. Komm nirgendwo dran. Heile dich, heile dich. Den. Mit Haar. Habe ich nicht belegt. Niemand hat gesagt, dass ich Haar brauche. Aber ich glaube, ich so einen Lebenstrank. Moment. Warte, wie viel ich hier habe. Ja, ich habe Rope. Lol. Ich habe auch gerade Rope bekommen. Das ist schon wie so eine moderne Droge. Oh Gott. Ja, wie benutzt du ihn denn einfach? Einfach auf H zum Beispiel. Drück auf der Tastatur einfach auf H. Spiel nicht mit der Tastatur. Rechts oder linksklick oder wenn du ihn oben in die Leiste nimmst, links ja, oder rechts. Okay. Einfach wie so einen normalen Gegenstand benutzen. Jupp, hab jetzt irgendwie rausbekommen. So. Also sollen wir weitergraben? Jupp. Nun grab schon, Bauer, grab. Ich grab links, du rechts. Yes. Warte. Gesundheit. Verdammt. Ich wollte noch das Mikrofon abstellen. Wow. Fackeln. Wow. Kämpfe, los, kämpfe. Bin ich hier dein Pokémon oder was? Los, Kira. Ja. Schwertattacke. Okay. Dann wird's, glaube ich, cool. Guck mal, Lava. Was ist doch hier unter mir? Kann man Lava für irgendwas gebrauchen? Nicht wirklich. Du kannst es halt nicht wirklich abbauen. Doch, du kannst es im Eimer mitnehmen. Was, ein Eimer? Ja. Lol. Das wusste ich noch gar nicht. Wieso weißt du so viel über das Spiel und ich nicht? Ich habe die letzten paar Tage sehr viel gespielt. Okay. Why not? Ich will meinen coolen Charakter nehmen. Der Sachen hat. Sei ganz vorsichtig. Vielleicht mit einer Berührung stirbst du. Ja, und das macht's Ganze nicht unbedingt besser. Das sollten wir schaffen als Sprung. Das war irgendwie lame. Ich habe Zeitlupe gemacht. Lass mal, oh, da kommt ein Zombie. Lass mal hier aber abseits von der Lava ein bisschen graben. Ich sehe nichts. Ja, auch nicht. Oh, der ist noch da. Kommen noch Fledermäuse. Habt ihr eigentlich Gold oder so gefunden? Nein, ich noch nicht. Ja, Kia, kommst du mal? Ich muss mir hier erstmal den Weg frei bahnen. Ja, machst du? Oh, ja. Aber mich anmeckern hier, weißt du? Rope.